Hi, das ist mal wieder eine neue Folge des Tech Check und in dem Bereich haben wir wieder eine kurze Themenübersicht und ich würde sagen, es geht auch gleich schon direkt wieder los. Apple hat nämlich ein neues iPhone vorgestellt, das iPhone SE in der 2020er Version. Man kann es vorbestellen ab dem 17.04., also hätte man können, und es wird ausgeliefert ab dem 24.04. Was halt sehr interessant ist, ist der Preis, denn es startet ab 479 Euro. Man bekommt das Gehäusedesign vom iPhone 8, aber man bekommt den Prozessor, den A13 Bionic vom iPhone 11 und 11 Pro. Und dadurch soll die Kameraleistung auch nochmal verbessert werden. Zweites Thema ist das OnePlus 8 Pro. Das wurde auch vorgestellt, ist ab sofort verfügbar. Die krassesten Sachen sind eigentlich 120 Hertz Display, während es 2K anzeigt. Dann auch noch ein OLED, hat den neuen Snapdragon 865 Prozessor, mindestens 8 GB RAM, extrem gute Performance dank Oxygen OS, beginnt bei 899 Euro die Pro-Version, die Nicht-Pro-Version bei 699 Euro. Mal schauen, wie viel Sinn das da so macht, aber an sich finde ich ein sehr, sehr gutes Gerät, aber halt sehr, sehr hoch gepreist. Hat dafür aber auch die Luxus-Features wie 5G jetzt schon. Und seit neuestem auch Wireless Charging mit 30 Watt und eine IP68 Zertifizierung. Das letzte Thema für heute ist die Google Card. Das ist eine Alternative zur Apple Card, die in Amerika eine Kreditkarte ist, die aber sehr auf Datenschutz geeicht ist. Es wird spannend sein zu sehen, inwiefern sie bei einer Google-Variante Datenschutz ernst nimmt, denn normalerweise verdient Google ja mit Daten Geld. Deswegen müssen wir da mal schauen, wie Google wohl mit den Daten umgehen wird. Das war's auch schon. Wenn es euch gefallen hat, like das Video und abonniert und haut rein.